Um 465 vor Christus im Chiemgau. Eine Katastrophe zwingt einen Keltenstamm, die Heimat zu verlassen. Die friedlichen Bauern ziehen fortan als barbarische Krieger durchs Land. Als sie Jahrzehnte später zurückkehren, stoßen sie auf rätselhaftes Gestein, aus dem ihre Schmiede einen Superstahl entwickeln. In den Händen der Römer wird die neuartige Waffe zum Wegbereiter für die Errichtung eines gewaltigen Imperiums. Das Schicksal der Kelten in Süddeutschland nahm eine dramatische Wende an jenem Tag, als ihnen der Himmel auf den Kopf fiel. Eine keltische Siedlung am Ufer des Chiemsees im 5. Jahrhundert vor Christus. Eine friedliche Gemeinschaft, die dort seit vielen Generationen Ackerbau und Viehzucht betreibt. Die Bewohner leben in Großfamilien, in enger Nachbarschaft mit anderen Gehöften. Die Äcker liefern Getreide und Feldfrüchte, der Wald Nutzpflanzen, Holz und reichlich Wild. Der Alltag kennt nur wenig Abwechslung und ist bestimmt vom Rhythmus der Jahreszeiten. Wichtige Entscheidungen treffen die Clans stets gemeinsam. Doch jedes Mitglied trägt die Verantwortung für eine spezielle Aufgabe. Feine Lederwaren, Bier und Honigwein, Stoffe im bekannten Karo-Muster, Geschirr sowie wohlriechende Seifen produziert das Dorf für den Tauschhandel auf den Märkten. In der Rangordnung stehen die Frauen hinter den Männern, besitzen aber mehr Macht und Handlungsfreiheit als in anderen Kulturen der Antike. Allein die Natur gilt den Kelten als göttliche Macht, die ihr Schicksal bestimmt. Als geistiger Führer des Stammes ist der Druide Medizinmann und Priester zugleich. Er kennt jede Pflanze und jedes Tier. Sein Wissen um die ewigen Gesetze des Universums stellt er in den Dienst der Gemeinschaft. An einem milden Herbsttag um 465 vor Christus aber naht die Katastrophe. Selbst der weise Mann kann die Vorzeichen des Himmels nicht deuten. Innerhalb von Sekunden schlägt das Wetter um. Ein heftiger Wind fegt durch das Dorf. Der Himmel verdunkelt sich. Niemand begreift, was sich dort oben zusammenbraut. Nie zuvor haben die Menschen vom Chiemgau ein derartiges Naturschauspiel gesehen. Und es bleibt ihnen auch keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Im Herbst 2000 erkundet eine Gruppe von Schatzsuchern die Region. Sie sucht nach wertvollen Gegenständen aus der Vergangenheit. Stundenlang laufen die Männer mit Suchsonden durch den dichten Wald, in der Hoffnung, Objekte aus Metall aufzuspüren. Zunächst ohne Erfolg. An einem kraterähnlichen Loch schlagen die hochempfindlichen Geräte plötzlich an. In nur wenigen Zentimetern Tiefe stoßen die Ausgräber auf Unmengen von fremdartigem metallischem Gestein. Keiner von ihnen kann die Herkunft der seltsamen Gebilde erklären. Und keiner ahnt, dass sie vor mehr als 2000 Jahren buchstäblich vom Himmel fielen. Wie gebannt müssen die Kelten die überraschende Attacke aus dem All beobachtet haben. In nur wenigen Augenblicken bricht das Unheil über sie herein. Eine Wolke aus Staub und Asche verdunkelt die Sonne. Blitzschnell rasen Feuerkugeln auf die Erde zu. Verzweifelt versuchen die Siedler, dem höllischen Inferno zu entrinnen. Ein Untergangsszenario, wie es in Millionen von Jahren nur wenige Male vorkam. Die gleißenden Objekte, Bruchstücke eines Kometen, schieben eine gewaltige Druckwelle vor sich her. Tausende Menschen rund um den Chiemsee sterben auf der Stelle in glühender Hitze.
Nur wenige können sich retten. Häuser, Felder und Wälder entflammen. Die Stunde Null für die Kelten im heutigen Bayern. An der Aufklärung des gewaltigen Unglücks arbeitet seit Jahren ein Forschungsteam aus Astronomen, Geologen und Historikern. Inzwischen steht fest, es war ein riesiger Himmelskörper, der auf der Erde einschlug. Und das mit verheerender Zerstörungskraft. Dr. Michael Rappenglück vom INFIS-Institut in Gilching hat mit seinen Kollegen mehr als 80 Krater geortet, mit Durchmessern zwischen 300 und 500 Metern. Man kann abschätzen durch die Modellrechnungen, 8000 Hiroshima-Bomben ist etwa die ganze Sprengkraft gewesen. Das ist mächtig. Es gibt größere Phänomene, die haben Menschen aber, soweit wir wissen, nicht beobachten können. Aber für die historische Zeit ist das ein ganz gewaltiger Impact gewesen. Ein Einschlag aus dem unendlichen Weltall, das vor Jahrmillionen entstand und zu dem auch das Sonnensystem gehört. Der todbringende Himmelskörper war, den Experten zufolge, ein Komet. Der sogenannte Haarstern bewegt sich in der Regel auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Bei jedem Umlauf verliert er einen kleinen Teil seiner Masse, die er als Gas- und Staubschweif mit sich führt. Der Kern besteht hauptsächlich aus Methan, Wassereis und Ammoniak. Daher bezeichnen Fachleute das Objekt auch als schmutzigen Schneeball. Die Anziehungskraft der großen Planeten Saturn und Jupiter hat den Chiemgau-Kometen auf eine Bahn ins innere Sonnensystem gezwungen. Deshalb steuerte das gefährliche Projektil mit einem Durchmesser von etwa 1,1 Kilometern direkt auf die Erde zu. Als der Komet mit 43.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre eindringt, erhitzt er sich binnen weniger Sekunden auf mehrere tausend Grad. Nach der Explosion in etwa 70 Kilometern Höhe prasseln die Bruchstücke mit atomarer Vernichtungskraft auf die keltischen Siedlungen nieder. Dabei entwickeln sich hochgiftige Gase, die schon für sich allein eine Gefahr für Mensch und Tier bedeuten. Doch vor allem die bis zu 30 Meter großen Gesteinsbrocken bringen das Verderben. Denn sie lösen eine Feuerwalze von bis zu 15.000 Grad Celsius aus, die nahezu alles Leben auf einer Fläche von 2.000 Quadratkilometern vernichtet. Noch heute zeugen ausgedehnte Krater von der Wucht der Katastrophe aus dem All. Längst sind die meisten Löcher durch Erosion und Bewirtschaftung in die Landschaft integriert. Um sich ein Bild vom Ausmaß des damaligen Impacts zu verschaffen, wollen die Forscher eine detaillierte Karte erstellen. Immer wieder entdecken sie neue Donnerlöcher, wie die Krater seit Jahrhunderten im Volksmund heißen. Das berühmteste ist der Tüttensee, der in einem idyllischen Landschaftsschutzgebiet bei Grabenstedt liegt. Zwischen Salzburg und München erstreckt sich das Streufeld des Kometen. Mit 58 Kilometern Länge und 27 Kilometern Breite gehört es zu den größten seiner Art. Auch im Chiemsee landeten Teile des Himmelskörpers. Eine Gruppe des Chiemgau Impact Teams konnte durch satellitengestützte Echolotmessungen bereits 5 auffällige Vertiefungen am Grund des Gewässers orten. Einige von gewaltigem Ausmaß. Doch es gibt noch mehr Hinweise. Im betroffenen Areal finden Geologen haufenweise Steine mit markanten Eigenschaften. Sie präsentieren sich zertrümmert, deformiert oder glasiert. Die bizarren Spaltungen, Zurundungen und Verschmelzungen lassen eindeutig auf eine kosmische Kollision schließen. Die Erschütterung schleuderte Tonnen von Geröll bis zu 20 Kilometer hoch in den Himmel. Zudem kam es durch die extrem hohen Temperaturen zu neuartigen chemischen Verbindungen im Boden. Am Ort des Geschehens leitet Professor Kurt Ernstson von der Universität Würzburg die Untersuchung.
In einer bestimmten Erdschicht stößt der Geologe auf ein Phänomen, das auch an vergleichbaren Streufeldern in Australien und anderswo festgestellt wurde. Schauen wir mal uns die ganz normalen Quartären-Gerölle hier aus dem Gestein, das hier vor dem Impact anstand. Das sind feste, schöne, glatte, harte Gesteine, die können wir aneinander klopfen. Sie klingen hell, richtig fest und kompakt. Und wenn wir jetzt aus unserem Horizont Steine nehmen, die äußerlich auch richtig schön, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Amphibolit, ein metamorphes Gestein aus den Alpen. Und wenn wir das in die Hand nehmen, dann können wir nicht, da klingt nichts mehr, dann können wir das zerbröseln. Ja? Das sind Gesteine, die nur in diesem Horizont vorkommen. Oder nehmen Sie hier, nicht? Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Gneis oder sowas. Sehen Sie das? Das war mal ein richtig fester alpiner Gneis. Das poröse Material zeigt deutliche Spuren schwarzer Ablagerungen aus Graphit. Die Kristalle aus reinem Kohlenstoff könnten aus der dünnen Rußschicht stammen, die den Kern eines Kometen umgibt. Ein Experiment soll weiteren Aufschluss bringen. Mit einem Schweißbrenner erhitzen die Geologen herkömmliche Steine auf etwa 2000 Grad Celsius. Etwa die Temperatur, die der explodierte Komet beim Aufschlag erreichte. Tatsächlich weisen die behandelten Probestücke die gleichen Merkmale auf wie die Funde aus den Kratern. Der Beweis für die Existenz eines gigantischen Einschlags im Chiemgau. Das Gebiet nach dem Impact. Ein gespenstisches Szenario. Giftiger Nebel wabert über dem Land. Wenig später setzen sintflutartige Regenfälle ein, die über viele Tage andauern. Die gefährlichen Wassermassen löschen die Flammen und waschen Asche und verkohlte Überreste weg. Die wenigen Überlebenden müssen wochenlang ausharren, bis die Sonne wieder durch die staubverhangene Wolkendecke dringt. Als das Unwetter endlich aufhört, haben die Kelten keine Heimat mehr. Ihre Siedlungen sind wie vom Erdboden verschluckt. Die Region gleicht einer Mondlandschaft. Vielleicht die Gründe dafür, dass die Wissenschaft bis vor kurzem nichts von dem Jahrtausendereignis ahnte. Auch deshalb, weil die Kelten keine Geschichtsschreibung kannten und niemand von ihnen das verheerende Unglück dokumentierte. Erst die moderne Forschung erlaubt eine Rekonstruktion der Katastrophe, die um 465 vor Christus den Stämmen in Süddeutschland die Lebensgrundlage entzog. Den Zeitgenossen und ihren Nachkommen aber brannte sich der Tag, an dem der Komet kam, unauslöschlich ins Gedächtnis. Ihrer Vorstellung nach hatte sich der Himmel geöffnet, um die Erdenbürger zu bestrafen. Die Idylle der Siedler nahm ein jähes Ende. Der feurige Eindringling aus dem Universum erschütterte ihr Weltbild in den Grundfesten. Die öde Wüste bietet keinen Schutz mehr. Soweit das Auge blickt, fehlen Bäume, die sie fällen können, um Feuerholz zu machen. Die üppige Flora und Fauna geraubt von den Flammen. Wenn sie nicht hungers sterben wollen, dann müssen sie den angestammten Platz ihrer Gehöfte verlassen und in die Fremde ziehen. Ohne festes Ziel, denn sie kennen das Ausmaß der Zerstörung nicht. Vorbei die Epoche des Wohlstands und der Gewissheit, dass die Natur den täglichen Speiseplan garantiert. Forscher mutmaßen, das Terrain zwischen München und Salzburg war über Jahrzehnte unbewohnbar. Wohin der Exodus der Geretteten führte, bleibt Spekulation.
die Ausmaße dieser Katastrophe, die ja gigantisch gewesen sein muss, wenn man das wirklich sozusagen als unumstößlich bewerten muss, dann bedarf es sicher auch einer Nachdenkphase für unser ganzes Fach. Denn eines muss man schon das einmal klar herausstellen, dieser totale Bruch von der Späthallstattzeit im Material, dieser Hiatus, wie man das also hier in der Fachsprache sagt, dieser Kontinuitätsbruch, der ist elementar und eine stimmige Antwort, so richtig stimmig, was wirklich da passiert ist, ist ja bitte bis heute nicht gelungen. Fest steht, reich ausgestattete Fürstengräber und das legendäre Gold der Kelten holten Archäologen nur außerhalb der betroffenen Region ans Licht. Der weltberühmte Fund von Hochdorf in Baden-Württemberg zeugt von der hohen Kunstfertigkeit der einzelnen Stämme, wie sie vielleicht auch in Süddeutschland vorherrschte. Der Kometeneinschlag liefert die erste Erklärung für das plötzliche Fehlen von Hinterlassenschaften aus jenem Landstrich. Der Philosoph Plutarch beschreibt das Drama im ersten Jahrhundert nach Christus. Am Himmel wurde ein feuriger Körper von weit ausgedehnter Größe gesehen. Eine flammende Wolke, die nicht an einem Orte ruhte, sondern mit verwickelten Bewegungen hinzog, sodass feurige Fragmente in alle Richtungen getragen wurden und feurig flammten, genau wie schießende Sterne es tun. Als erster Chronist datiert der Grieche das Inferno auf 467 vor Christus. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch die moderne Forschung. Nur wollen die Experten vom Chiembau Impact dafür den wissenschaftlichen Beweis erbringen. Zu diesem Zweck suchen sie nach geeigneten Erdproben und antiken Fundstücken. Dabei machen die Forscher eine wichtige Beobachtung. Die Objekte, die sie ans Licht holen, stammen ausschließlich aus Epochen vor und nach dem kosmischen Einschlag. Die archäologische Lücke umfasst immerhin mehr als 100 Jahre. Die entscheidende Erkenntnis aber bringt die Untersuchung der Steine. In speziellen Testreihen analysiert das Team die äußere Schmelzschicht der Brocken. Die Existenz von winzigen Diamantsplittern in der Glasur legt eine naturwissenschaftliche Einordnung des Unglücks zwischen 500 und 300 vor Christus nahe. Die Kelten, die dem Desaster im Chiemgau entrinnen können, müssen sich aufmachen und eine neue Bleibe finden. In der Fremde suchen sie Kontakt zu Landsleuten. So sehr sich die Stämme auch voneinander unterscheiden, so verbindet sie doch eine gemeinsame Sprache und Religion. Neue Forschungen lassen vermuten, dass die Zuwanderer nicht überall willkommen waren. Der Beginn bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen den Sippen. Zum ersten Mal in der Geschichte kämpfen die Clans um Territorien. Nach und nach verändert sich ihr Image von friedlichen Bauern zu brutalen Mördern und Eroberern. Erbarmungslos verfolgen sie ihre Gegner und bestrafen jeden mit dem Tod. Zunächst führen die Tapferen, wie die Kelten heißen, einen Kleinkrieg untereinander. Doch es dauert nicht lange, bis sie Raubzüge durch ganz Europa unternehmen. Plündernd und brandschatzend dringen sie nach Norditalien vor, ziehen dann weiter nach Rom und besetzen die ewige Stadt für fast 7 Monate. Von dort aus strömen die Eindringlinge in den Süden der Halbinsel, belagern Ungarn, Bulgarien und Griechenland. In der Orakelstätte zu Delphi stehlen sie sogar das Tempelgold. Schließlich fallen die keltischen Horden in die heutige Türkei ein, ohne Rücksicht auf Verluste. Über 200 Jahre dauert die blinde Raserei und keiner kann sie stoppen. Sie geht einher mit neuen blutigen Ritualen und einem schonungslosen Umgang mit dem Feind. Der Grund dafür: eine Veränderung der religiösen Vorstellung. Als höhere Macht verehren sie nicht länger allein die Natur, sondern Götter, die Namen tragen und Schutzfunktionen erfüllen. Der Glaubenswandel ist auch in der Kunst verewigt. Statt geometrischer Figuren beherrschen auf einmal Fratzen das Repertoire, menschenverschlingende Unwesen, die Furcht einflößen.
Um die Herrscher des Himmels sanftmütig zu stimmen, müssen Blutopfer her. Mit dem Segen des Druiden werden Gefangene, Verbrecher, aber auch viele Unschuldige hingerichtet. Die Götter sind überall präsent. Selbst Gewandspangen tragen ihr Konterfei. Mit den Bildnissen bezeugen die Menschen den überirdischen Mächten ihre Ehrfurcht und tiefe Verbundenheit. Dazu gehört auch die grausame Zeremonie des dreifachen Ritualmords. Dabei wird das Opfer zuerst erwürgt, dann sein Schädel zertrümmert und ihm anschließend die Kehle durchgeschnitten. Obwohl immerhin 400 Akteure der keltischen Mythologie überliefert sind, bleibt die Religion bis heute ein Mysterium. Auch weil die Druiden ihr Wissen nur mündlich an Eingeweihte weitergaben. Bekannt ist, für jeden Lebensbereich gab es einen eigenen Gott. Allen voran thront Taranis, der Gebieter über Donner und Blitz. Als Gabe an den düsteren Gesellen müssen Menschen den Feuertod sterben. Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Alte und Junge werden ausnahmslos in eine gigantische Figur aus Stroh und Reisig gesteckt und angezündet. Die menschliche Fackel sollte den mächtigen Taranis gnädig stimmen. Sein Attribut, das Feuerrad, deuten Archäologen als Symbol der lebensspendenden Sonne, die den ewigen Kreislauf der Natur garantiert. Doch der Nachweis vom Kometeneinschlag ruft eine andere Theorie auf den Plan. Das Feuerrad sei ein Mahnzeichen in Erinnerung an die kosmische Splitterbombe, die im Chiemgau niederging. Unabhängig von seiner einstigen Bedeutung, das Feuerrad spielt noch heute bei Festen zur Sommersonnenwende eine entscheidende Rolle. 50 Kilometer Luftlinie vom Chiemsee entfernt lebten zur Zeit des Supergaus die nächsten Nachbarn der Betroffenen. Sie siedelten am Dürnberg im heutigen Österreich. Geschützt durch die Alpen blieben sie zwar von den direkten Auswirkungen des Impacts verschont, aber sicher hörten sie das Getöse und sahen die Feuerkugeln. Aus Sicht von Spezialisten auch für die Dürnberger ein traumatisches Erlebnis. Die Stunde Null führte einen auffälligen Wandel herbei, der sich innerhalb einer Generation vollzog. Die neuen Forschungsergebnisse werden von den Grabbeigaben in einer Familiengruft untermauert. Im Abstand von wenigen Jahrzehnten ändern sich die beigefügten Objekte. Die Hinterbliebenen statten die Toten mit reich verziertem Schmuck und mehr Waffen aus als zuvor. Und jetzt stelle man sich vor, jetzt passiert etwas, was bislang überhaupt noch nie da war, eine Naturkatastrophe von einer Breitenstreuung. Und ich gehe mal davon aus, dass es eine große Breitenstreuung war. Das muss einfach im Bewusstsein bewusstseinsverändernd gewesen sein. Und wir wissen ja, diese sogenannte Endzeitstimmung, die alle paar Jahre mehr oder weniger von irgendeiner Sekte propagiert wird, findet auch heute in unserer so aufgeklärten Zeit immer wieder Anhänger. Dann kann man sich erst vorstellen, wie das damals gewirkt haben muss, wenn man mehr oder weniger Zeitzeuge war von so einem Ereignis. Dürnberg, ein konkretes Beispiel für den radikalen Umbruch im 5. Jahrhundert vor Christus. Eine Veränderung, die Römer und Griechen gleichermaßen registrierten. So hinterlässt der griechische Geschichtsschreiber Diodor der Nachwelt ein Porträt der barbarischen Nachbarn. Sie bieten einen furchterregenden Anblick. Sie sind hochgewachsen, mit spielenden Muskeln unter weißer Haut. Ihr Haar ist nicht nur von Natur aus blond, sie bleichen es auch auf künstliche Weise, waschen es in Kalkwasser und kämmen es von der Stirn aus nach oben zurück. Daher ähneln sie den Waldteufeln. Die Kelten schneiden die Köpfe ihrer Feinde ab und hängen sie an die Mähne ihrer Pferde, als hätten sie Tiere auf der Jagd erbeutet. Die Köpfe berühmter Feinde balsamieren sie mit Zedernöl und bewahren sie auf. Das ist das Wesen wilder Tiere, einen Genossen der eigenen Art auch noch nach dem Tod zu bekämpfen.
unerschrocken im täglichen Angesicht mit dem Tod. Doch eines fürchten die grausamen Krieger auch noch über 200 Jahre nach dem Kometeneinschlag. Nämlich, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Die Wunden der Natur sind bereits nach etwa 5 Jahrzehnten verheilt. Was lange niemand wusste, der Bote aus dem All brachte ein einzigartiges Geschenk mit auf die Erde. In seinem 2000 Quadratkilometer großen Streufeld machten die Experten eine erstaunliche Entdeckung. Aus dem Sand kristallklarer Gebirgsseen wuschen sie rätselhafte Eisenkügelchen. Keiner von ihnen hatte ähnliches Material je zuvor gesehen. Doch schon bald wagten sie die Vermutung, es sei außerirdischen Ursprungs. Möglicherweise waren die Kügelchen einst Bestandteil der Gesteinsbrocken, die der Chiemgau-Komet mit sich führte. Doch erst ein sogenanntes Bienenmonitoring im Chiemgau verhilft zum entscheidenden Durchbruch. Im Sommer 2002 lassen die Behörden 60 Honigproben von unterschiedlichen Imkern nehmen. In einer Untersuchung wollen sie etwaige Umweltverunreinigungen im Landkreis feststellen. Doch statt üblicher Schadstoffe analysieren die Forscher exotische Teilchen. Der Honig enthält Aluminiumsilizid, Xiphingit und Titankarbid. Und zwar genau die Proben aus den Gebieten, in denen auch die Eisenkügelchen geborgen wurden. Zusammen kommen die Stoffe auf der Erde nicht vor. Daran besteht kein Zweifel. Sie stammen aus interstellaren Staubnebeln und sind teilweise älter als das Sonnensystem. Das heißt, es handelt sich um präsolare Materie. Das vermuten zumindest die Wissenschaftler aus Würzburg. Die kleinen Partikel bilden sich in den Hüllen roter Riesensterne oder entstehen bei der Explosion einer Supernova. Wenn die gigantischen Gestirne im Universum zerbersten, verbinden sich Überreste zu neuen Sternen. Auf diese Weise formierte sich das Sonnensystem. Aber auch Kometen entwickeln sich so. Also führen sie Material der verloschenen Himmelskörper mit sich. Wenn mit dem außerirdischen Gestein präsolare Stoffe auf die Erde gelangten, dann halten die Experten die ältesten geologischen Zeugnisse aus dem Universum in Händen. Eine Sensation. Rund 200 Jahre nach dem Inferno kehren keltische Stämme an die Ufer des Chiemsees zurück und bauen dort neue Siedlungen. Ihre Kunstwerke lassen nun Einflüsse der Kulturen rund ums Mittelmeer erkennen. Weniger eindeutig fallen die Erklärungen für die Motive auf den Münzen aus. Dass die Bilder auf die kosmische Katastrophe hinweisen sollen, bleibt bislang allerdings pure Spekulation. Schon eher offenbaren die Waffen der Kelten einen Zusammenhang mit dem dramatischen Ereignis. Damals rühmt die antike Welt vor allem die Schmiedekunst der Noriker. Die herausragenden Spezialisten produzieren Rohstahl und Schwerter, die als schwarzes Gold weit über die Grenzen gehandelt werden. Selbst die römischen Schriftsteller Plinius und Horaz schwärmen von der hohen Qualität des Ferrum Noricum. Die ausgefeilte Technik seiner Herstellung hüten die Schmiede wie ein Staatsgeheimnis. Und jeder hat sein eigenes Verfahren. Seit vielen Jahren versuchen Fachleute, die Zusammensetzung des norischen Stahls zu bestimmen. Trotz intensiver Studien und zahlloser Experimente kamen sie bislang zu keinem brauchbaren Resultat. Entweder waren die Jungs sehr fit, dass sie über so einen großen Zeitraum immer wieder gleichbleibende, gute Qualität herstellen konnten, was eigentlich aber nicht möglich ist. Oder sie hatten tatsächlich irgendetwas benutzen können in diesem Zeitraum, der diesen Stahl ebenso gut hat werden lassen. Vielleicht spielte dabei der Zufall eine Rolle,
wie bei vielen Erfindungen in der Menschheitsgeschichte. Vielleicht stießen die Schmiede bei der Suche nach Eisenerzen und eisenhaltigem Sand auf Gestein, das rund 200 Jahre zuvor vom Himmel gefallen war. Da seine Farbe und Beschaffenheit dem Eisenerz ähneln, landeten die Funde in den Körben der Sammler. So könnte die Erfolgsstory vom Superstahl der Kelten angefangen haben. Das Schmiedehandwerk, eine aufwendige Prozedur. Zunächst wurden die Rennöfen auf hohe Temperatur gebracht, ein Vorgang, der viele Stunden in Anspruch nahm. Dann konnten die Männer mit der Verschweißung der einzelnen Rohstoffe beginnen. Zusammen mit Holzkohle wurden Erzbrocken und eisenhaltiger Sand von oben in das Feuer gegeben, und zwar in regelmäßigem Wechsel. Das Gütesiegel für guten Stahl ist sein Kohlenstoffgehalt. Die Zutaten der norischen Mixtur enthielten einen höheren Kohlenstoffanteil als die Grundstoffe, die andere Schmiede benutzten. In hohen Dosen enthalten ist er im Fulleren, eine Kohlenstoffverbindung, die überall im Chiemgau gefunden wurde und die nach Meinung der Forscher außerirdischen Ursprungs ist. Noch laufen die Untersuchungen, welches Material aus dem Einschlagsgebiet präsolarer Herkunft ist. Wenn sich aber herausstellt, dass die Noriker ihre Erfolgswaffe einem interplanetaren Technologietransfer verdanken, dann öffnet sich in der Geschichte der Kelten ein neues Kapitel. Bis zu 48 Stunden brannte der Ofen, bevor der Schmied die sogenannte Luppe erhielt, ein verbackener Klumpen, der als Ausgangsmaterial für die Stahlgewinnung diente. Dann wurde das Werkstück zu einer Stange ausgearbeitet. Dabei sollen Verunreinigungen im Metall beseitigt werden. Anschließend packte der Schmied das Teil erneut ins Holzkohlefeuer. Den heißen Stahl faltete er mit dem Hammer längs und quer, erhitzte ihn erneut und wiederholte den Vorgang immer wieder, bis ein Rohling von einzigartiger Beschaffenheit auf dem Amboss lag. Dann erst formte der Meister den endgültigen Schwertkörper. Die überraschende Möglichkeit, in der damaligen Zeit auf einmal in großen Mengen sehr guten, kohlenstoffhaltigen oder waffenfähigen Stahl zu haben, war natürlich eine Sensation. Die Qualität des Ausnahmeprodukts spricht sich schnell herum. Als die Römer davon hören, schicken sie zu den Norikern ihre Händler. Der Absatz an Spitzbarren und Schwertern aus dem neuen Spezialstahl floriert. Die hervorragenden Waffen sollen den Herren vom Tiber die nötige Überlegenheit im Kampf verschaffen. Die Klingen übertreffen alle Erwartungen. Sie überzeugen durch besondere Härte bei gleichzeitiger Elastizität und geringer Rostanfälligkeit. Wie hoch die Römer die Kunst der Schmiede vom Chiemgau schätzen, dokumentiert eine historische Tatsache. Die Noriker waren der einzige keltische Stamm, den sie nicht unterwarfen. Vielmehr verbünden sie sich mit ihnen zu Handelspartnern, dank der ungeahnten Durchschlagskraft eines Schwertes. Die Klinge eines römischen Kurzschwertes, über 2000 Jahre alt. Zum ersten Mal hat ein Sachverständiger das Material des kostbaren Exemplars geprüft. Der Deutsche Dieter Kraft gilt als Kenner antiker Waffen und erstellt unter anderem auch Gutachten für Sammlungen im In- und Ausland. Den Beruf des Schwertfegers hat er von der Pike auf gelernt. Mit unterschiedlich feinen Schleifsteinen beseitigt der Fachmann die Rostschichten in akribischer Handarbeit. Als das Metall schließlich freiliegt, staunt er selbst über das Ergebnis. Ein Stahl in einer solchen Qualität, den habe ich bisher nur mal in Japan gesehen, bei Schwertern aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Also auf den ersten Blick konnte man fast glauben, ja, das ist irgendwie, ja, das könnte auch eine Fälschung sein oder sonst irgendwas, aber das ist es eigentlich nicht, sondern es ist tatsächlich von Hand hergestellt und von einer für die damaligen Verhältnisse erschreckend hohen Qualität. Die neuen Waffen der Römer.
Eine Revolution in der Kampftechnik. Doch aus dem legendären Eisen fertigen die Kelten nicht nur Schwerter, sondern auch Schildbeschläge, Helme sowie Stoß- und Wurflanzen. Ein gefragtes Sortiment. Die Schmiede haben alle Hände voll zu tun. Schnell sollen sie große Truppenverbände ausstatten. Denn die Legionäre Roms machen sich in jener Zeit auf, die Welt zu erobern. Die Kriegsführung nimmt eine neue, blutrünstigere Dimension an. Und Heerscharen von Kelten verdingen sich als römische Söldner. Gern gesehene Soldaten, nicht nur wegen ihrer Tapferkeit, sondern vor allem wegen ihres professionellen Umgangs mit dem Superschwert. Einmalig das Material. Selbst den Vergleich mit industriell gefertigten Produkten des 21. Jahrhunderts braucht es nicht zu scheuen. Das Elektronenmikroskop bestätigt es. Härtelinien, Gefügestruktur und Schweißfugen der untersuchten römischen Schwerter besitzen das gleiche Niveau wie moderner Hochleistungsstahl. Eine Spitzenleistung der norischen Schmiede, begünstigt durch eine Laune der Natur in den Händen ihrer späteren Erzfeinde. Der große Feldherr Cäsar soll die Anekdote verbreitet haben, dass seine Soldaten gegen die Gallier siegten, weil diese mit minderwertigen Eisenschwertern ins Feld zogen, die sich im Gefecht verformten. Deshalb mussten die Gallier ständig hinter die Heereslinien, um die Klingen wieder gerade zu biegen. Die Römer hatten also leichtes Spiel. Die gewieften Strategen nutzten ihren Vorteil und etablierten im Lauf der Jahrhunderte ein riesiges Reich, gegründet auf dem Know-how eines kleinen keltischen Stammes. Der Vorteil liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich eine Klinge in meinen Händen halte, die aufgrund ihrer Konstruktion, aufgrund des Materials schon um ein Vielfaches widerstandsfähiger und elastischer und auch schärfer sein kann. Und sie waren davon gar nicht sehr abhängig, weil das römische Imperium hat sich in erster Linie nicht durch friedliche Heirat oder sonst irgendwas ausgedehnt, sondern durch militärische Expansion. Nur eine Facette der Weltgeschichte, doch mit großen Auswirkungen. Denn durch das vielgerühmte Ferrum Noricum ist der Siegeszug der Imperatoren nicht länger aufzuhalten. Der gesamte Mittelmeerraum gerät unter ihrer Herrschaft. Dabei vergaßen sie nicht, sich auch den Süden und Westen Germaniens einzuverleiben. Unter Kaiser Trajan erreicht das Imperium schließlich seine größte Ausdehnung. Dazu gehörten auch ganz Gallien, große Teile Britanniens sowie weitläufige Gebiete rund um das Schwarze Meer. Der schicksalhafte Tag, an dem die Kelten im Chiemgau vom Einschlag eines Kometen überrascht wurden, löste eine Kettenreaktion aus, die über Jahrhunderte nachwirkte. Der Unglücksbote, am Anfang unseres Sonnensystems entstanden, brauchte Lichtjahre, um zur Erde zu gelangen. Er brachte vielen Menschen Tod und Verderben. Und eine fremdartige Materie, die mit ihrer Entdeckung einen erbitterten Streit unter Gelehrten verursachte. Was damals im 5. Jahrhundert vor Christus die Welt erschütterte, ist kein Einzelfall. Auch 1908 zerstörte ein Komet im sibirischen Tunguska weite Landstriche. Eine Explosion von verheerendem Ausmaß. Russische Forscher banden das Bild der Verwüstung auf Zelluloid. Wohin das Auge blickt, niedergestreckte Bäume, kahle Stämme. In merkwürdigen Winkel wie Streichhölzer abgeknickt. Und das noch 20 Jahre nach dem Einschlag. Zum Glück kamen nur wenige Menschen zu Schaden, denn das Gebiet war dünn besiedelt. Berichten zufolge soll das Geschoss aus dem All auch wesentlich kleiner gewesen sein als der kosmische Kollege aus der Keltenzeit. Nicht immer stellen die Himmelskörper für die Erde eine Bedrohung dar,
Viele verfehlen den blauen Planeten um Tausende von Kilometern und bleiben selbst von Astronomen unbemerkt. Trotzdem stehen sie stets in Alarmbereitschaft. Denn im Universum sind dunkle Vagabunden, die Dark Comets, unterwegs, die nicht einmal Teleskope erfassen können. Wenn solche Kometen, solche dunklen Kometen dann in Richtung Erde kommen, dann sind sie sehr schwer von der Erde aus zu entdecken. Die hat man gewissermaßen nicht im Griff. Und deswegen sind diese Dark Comets ein großes Problem, weil man sie zu spät erkennt mit unseren heutigen Geräten. Und je nach Bahnlage kann so ein Objekt natürlich sehr, sehr schnell kommen. Das heißt also, dann hat man nicht allzu viele große Möglichkeiten. Nach neuen Berechnungen ist eine Katastrophe, ähnlich der, wie sie die Kelten erfuhren, wahrscheinlicher als bisher angenommen. 2029 wird der Asteroid Apophis in nur 40.000 Kilometern Entfernung die Erde passieren. Nur minimale Abweichungen führen zur Kollision. Abwehrmechanismen sind noch Utopie. Auf ihrer Talfahrt durch die Atmosphäre transportieren die interplanetarischen Objekte unbekannte Stoffe. Wertvolle Zeugen für die Erforschung des Universums. Der Chiemgau-Komet bescherte womöglich präsolares Material mit kristallinen Strukturen. Sie könnten eines Tages bei der Erfindung von transparentem Metall von großem Nutzen sein. Neue Fantasien für kreative Köpfe. Die winzigen Kohlenstoffkügelchen, die den keltischen Schmieden einst zur Wunderwaffe verhalfen, besitzen Eigenschaften, die das Team aus Würzburg auf weitere spektakuläre Erkenntnisse hoffen lassen. Sie reagieren wie ein Magnet und sind elektrostatisch aufgeladen. Noch können die Experten die Bedeutung des Phänomens nicht erklären. Fest steht nur, die unglaubliche Wucht des Impacts verteilte die seltsamen Gebilde über ganz Europa. Es wird sicher noch Jahrzehnte dauern, bis der feurige Drache aus Eisen, Eis und Methan sein letztes Geheimnis preisgibt. Vielleicht wird die Lösung des Rätsels das Leben im 21. Jahrhundert ebenso revolutionieren wie das der Kelten und Römer vor mehr als 2000 Jahren.